Live. Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0800 220 50 50. So, ihr Lieben. Da sind wir wieder. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Schön, dass ihr auch da seid. Wir haben Freitagnacht und das ist bei uns traditionell eine freie Themennacht. Wenn ihr also gerne mit mir sprechen wollt, egal über was, dann meldet euch ganz einfach unter der besagten Telefonnummer oder mailt uns unter domian@wdr.de. Die erste Anruferin heute Nacht heißt Bianca und Bianca ist 27. Hallo Bianca. Ja, hallo. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Ich hatte gestern schon angerufen, wegen den Angewohnheiten. Die peinlichen Angewohnheiten. Ja, das hat genau, bin ich bei den ganzen Pups-Geschichten nicht durchgekommen. Ja, so war's. Aber es geht um was anderes. Aha. Also meine Angewohnheit ist, dass ich gerne mit fremden Männern schlafe gegen Geld. Oh. Und ist das eine Angewohnheit oder ist das ein Job? Unter anderem. Ich verdiene aber auch mit einem normalen Job mein Lebensunterhalt. Ach so, das ist also quasi dann ein bezahltes Hobby. Ja. Genau. Welches dir aber irgendwie auch peinlich ist. Ja, natürlich. Meine Eltern wissen das. Ich habe jetzt auch seit ein paar Monaten keinen Kontakt mehr. Ach, die wissen das. Und wie ist das rausgekommen? Ich habe ihnen das mal gesagt. Also meiner Mutter vielmehr. Warum hast du es gesagt? Ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch und ich möchte nicht lügen. Ich habe mal gesagt, ich habe kein Problem damit, für Sex auch Geld zu nehmen. Wie lange praktizierst du das denn schon? 3,5, 4 Jahre. Ja. Ja. Aber wie gesagt, das ist mal mehr, mal weniger, mal je nach Lust und Laune. Ja. Wo machst du das? In einem Club oder auf der Straße? Angefangen hat das im Club. Ja. Jetzt mache ich Privatbegleitung. Achso, da hast du eine Annonce irgendwo, da kann man dich für ein Abendessen und so weiter dann mieten. Genau. Quasi. Ja. Ja. Was machst du in deinem normalen Leben? Im medizinischen Bereich bin ich. Im medizinischen Bereich? Ja, genau. Ja. Und da auch Fulltime? Ja. Ja. Verdienst du in deinem Nebenjob mehr als in deinem Hauptberuf? Ja, ja, klar. Ja. Ich meine, wenn ich andere Frauen sehe, höre, wo man dann genau weiß, die werden dazu irgendwie genötigt, dann finde ich das auch unangenehm und die tun mir dann richtig leid. Du machst das absolut freiwillig, das ist dein Ding, das macht dir auch Spaß. Ja. Macht es dir sexuell auch Spaß? Ja, es gibt mir einen richtigen Kick. Ehrlich? Das heißt, du empfindest sexuell dabei auch was? Ja. Du hast bisweilen auch einen Orgasmus? Ja, unter anderem. Weil das ist ja eigentlich irgendwie so ein Tabu, haben mir viele Prostituierte erzählt, dass sie das eben bei der Arbeit nicht haben. Nee, aber ich würde mich auch nicht irgendwie als Prostituierte bezeichnen. Also das ist wirklich eine Leidenschaft, kann man schon so sagen, ja. Ja. Wie oft passiert das so in der Woche oder im Monat? Kann man nicht sagen. Also ich habe vor 3, 4 Wochen das letzte Mal bearbeitet. So, wenn ich jetzt anrufen würde bei dir oder wer auch immer und würde gerne mit dir in die Oper gehen? Kein Thema. Anschließend schick essen und dann in ein gutes Hotel für 2 Stunden, sagen wir mal. Mhm. Wie viel würdest du kosten? Oder wie viel würde das kosten? Also der ganze Abend jetzt, müsstest du ab 500 Euro schon rechnen. Wie viel? Ab 500. 100 Euro? Ab 500. Ach, ab 500. Ich Nee, also schon ein bisschen mehr. Ja. Und wenn wir nur eine Stunde ins Hotel gehen? 200. 300, ja. Und der Laden läuft, also du wirst gebucht und bist entsprechend attraktiv, vermutlich. Ja, und, doch. So, die Eltern wissen das und die haben keinen... Und mein Bruder weiß das auch und mein Bruder hatte auch kein Problem mit, weil er mich genau kennt und auch weiß, ich würde nie irgendwie etwas machen, womit ich ein Problem hätte. Ja. Und nur meine Eltern, die sind natürlich sehr konservativ. Und die haben aufgrund dessen den Kontakt abgebrochen? Ja, die haben gesagt, wenn du das nochmal machen würdest, wirst du nicht mehr zu unserer Familie gehören. Und dann war das eben vor den Feiertagen, vor Weihnachten ist das eskaliert, wo ich dann gesagt habe, also ich möchte irgendwo auch akzeptiert werden, auch meine Neigung. Ich finde es nichts Schlimmes, ich werde als Verbrecherin behandelt. Ach, das war jetzt vor Weihnachten erst? Ja, ja. Und wann hast du ihnen das zum ersten Mal gesagt? Vor 2, 2,5 Jahren. Achso, dann zog sich das so lange hin, immer wieder mit Spannungen und hin und her. Ja. Und der Bruch ist also quasi relativ frisch jetzt noch. Mhm, ja. Gute 3 Monate. Wie gehst du damit um? Das ist doch schlimm, wenn die Eltern den Kontakt... Total. Ich habe regelmäßig Kontakt gehabt und jetzt seit guten 3 Monaten überhaupt nicht mehr.
Und das ist natürlich schon schlimm. Ist der Kontakt zu deinen Eltern dir letztendlich so wichtig, dass du überlegst, das Ganze sein zu lassen? Ja. Mhm. Aber wie gesagt, ich habe jetzt seit 3-4 Wochen nichts mehr gemacht. Mhm. Und ja, das kribbelt schon in den Fingern dann, ne? Ist das eine Sucht geworden, ja, schon mittlerweile? Ja, mhm. Könnte man. Also so vom Kopf her bin ich da schon, ja. Was ist das für eine Sucht? Ist das eine Sucht, eben relativ einfach Geld zu verdienen? Ist es eine... Beschreibe mal diese Sucht. Irgendwie gibt mir das einen Kick. Also, so gerade auch dieses Fremde, ne? Also die fremden Männer. Mhm. Ich habe letztes Jahr eine Beziehung gehabt und... Ja, da war der Sex, sage ich jetzt mal, nicht so gut wie mit fremden Männern. Ach so, ach so. Also wusste das, denn das die Beziehung? Auch schon. Wusste die Beziehung von deinen Nebentätigkeiten? Ja. Und der Mann ist. Wie gesagt, ich bin sehr ehrlich. Und, wie lange hat die Beziehung gehalten? Fast ein Jahr. Doch, und das hat der Mann mitgemacht? Ich habe in der Zeit versucht, nicht zu arbeiten. Ach so. Aber es fiel mir natürlich schwer. Was heißt versucht? Hast du es durchgehalten? Einmal. Mhm. Ist die Beziehung daran kaputt gegangen? Ja, auch. Mhm. Auch. Das ist natürlich schon ein Problem, ne? Mhm. Also es ist ein unterschwelliges Problem, sage ich jetzt mal, natürlich für die Männer. Mhm. Weil, wie gesagt, ich kann ja nicht sagen, dass mir das total Spaß macht, ne? Also ich kann ja nicht so offen darüber reden. Du kannst mit denen nicht so offen reden wie mit mir jetzt. Nee. Wie hast du dem das denn verkauft, an deinem Freund, dass du das gemacht hast vorher? Er hat dann gesagt, ich brauche das Geld, ne? Wofür? Wegen Schulden, habe ich gesagt. Aber du hast keine Schulden? Nein, ich könnte das anders alles machen. Was? Ne? Du verdienst ja dann ziemlich viel Kohle. Ja. Was machst du mit dem Geld? Ich bin ein ziemlich großzügiger Mensch, also ich lebe ganz gut. Ja? Gute Wohnung, dickes Auto, gute Ferien? Also gut essen gehen und alle einladen, das ist kein Thema. Also, gibt es enge Freundinnen, die wissen das? Mhm. Finden die das nicht auch ganz absonderlich? Ja, die kenne ich schon seit zig Jahren. Mhm. Und ich glaube, deshalb akzeptieren sie das auch, weil sie mich so gut kennen. Mhm. Aber ich kann das jetzt nicht jedem erzählen, ne? Ja. So, jetzt ist ja... Wird doof angeguckt. Ja, natürlich, weil die meisten werden natürlich reagieren und das nicht verstehen können. Was ist das? Was soll das? Und ja, für die gehört eben Liebe und Sex zusammen und für mich überhaupt nicht, ne? Hast du dich mal in einen von deinen Kunden verliebt? Ja, aber dann sage ich immer, das ist eine Hose. Man verliebt sich mit der Hose, nein. Man verliebt sich in die Hose? Mit der Hose? Ja, eben sexuell verknallt. Ja. Dass es eben super gepasst hat, aber nein. Ja. Nicht menschlich. Ja. Ist Schutz ein großes Thema bei dir, dass du dich immer schützt bei dem Sex? Ja, natürlich nur mit, ja. Das nur mit, ja. So, jetzt kann man ja fragen, ist es das wert? Der Kontakt zu den Eltern ist abgebrochen. Du blockierst ja eigentlich mit diesem Leben auch eine Liebe bei dir. Mhm. Ne? Ja. Ist es das wert? Das frage ich mich auch jetzt die ganze Zeit, ne? Vor allem, weil mich das jetzt immer mehr belastet, die Situation. Und ich werde auch immer älter und man wünscht sich ja dann auch mal irgendwann eine eigene Familie. Ja, natürlich, ja. Und wenn ich dann denke, boah, ich kriege das nicht aus meinem Kopf raus, diese Angewohnheit, diese Sucht, dieses Verlangen, das ist schon schlimm, ne? Und ich garantiere dir, dass du also wahrscheinlich keinen Typ findest, der das so ganz locker nebenher laufen lässt. Ne? Nein, ich möchte auch keinen Mann haben, der das akzeptiert. Mhm. Weil ich bin der Meinung, die Männer, die das akzeptieren, die wünschen sich nur einen angenehmen Lebensunterhalt. Mhm. Ne? Nein, du müsstest eine Beziehung finden, einen Mann, mit dem du auch vielleicht ungewöhnliche sexuelle Wege gehen kannst, wenn du da so eine gewisse Tendenz zu hast. So habe ich das auch verstanden, dass es auch schon sehr mit der Sexualität zu tun hat. Ja, ja. Ja, okay, mein letzter Freund, der war ein bisschen konservativ. Und das heißt im Klartext, ein bisschen langweilig für dich im Bett. Ja. Muss man so sagen dann. Ja. Bist du denn überhaupt auf der Suche nach einem Freund? Oder traust du dich gar nicht so richtig? Na, irgendwo traue ich mich nicht, weil ich genau weiß, dass es wieder zum Verscheitern verurteilt. Mhm. Ja klar, wenn du jetzt jemanden kennenlernst, den du nett findest, will man ja auch nicht mit einer Lüge in die Beziehung gehen. Nein, und nein, dann, überhaupt nicht. Ja, ne? Ja. Und ich wohne jetzt nicht in einer Großstadt und ein paar Leute wissen es eben. Und ja, dann habe ich eben Angst, dass es dann so doof rauskommen würde, wenn ich jemanden kennenlernen würde. Ja. Also würde ich schon von vornherein sagen. Ja. Und das ist dann natürlich ein Hauptproblem, ne? Wo die dann sagen, was ist mit der los? So, jetzt hast du gerade so im Nebensatz, so im Beisatz gesagt, das zunehmend belastet mich das. Mhm. Das heißt, das ist gar nicht mehr so ganz locker zu sehen, wie wir es gerade am Anfang vielleicht besprochen haben. Peinliche Angewohnheit, hey, ich verdiene locker mein Geld nebenher. Und sondern es wird zunehmend ein Problem. Also ich habe das am Anfang super locker gesehen. Ich hätte auch nicht mit den Konsequenzen damit gerechnet.
Und, interessant ist natürlich, in sich hinein zu bohren und zu schauen, wo die Ursächlichkeiten liegen. Warum so etwas zu einer Sucht aufhört. Ich habe auch gedacht, ob ich jetzt extreme Bestätigung brauche. Vielleicht, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch eine Mischung von vielen kompliziert zusammenhängenden Dingen. Und wenn das so ist und du darunter leidest und du das nicht alleine schaffst, dann würde ich dir sehr dringend raten, dass du dir professionelle Hilfe suchst dafür. Mhm. Weil es hier schließlich um dein Leben geht. Ja. Und um deine Zukunft. Und du nicht irgendwie in 10 Jahren vielleicht völlig unglücklich nur noch von einem Kunden zum anderen springst. Ja, nee. Also man wünscht sich ja schon jemanden, den man sich... Als du damals vor 3,5, 4 Jahren angefangen hast damit, wie hast du eigentlich damit angefangen? Wie ist der Kontakt zum AIDS, in diese Szene entstanden? Also mich hat immer sehr die SM-Szene interessiert. Ja. Und bin dann angefangen im SM-Studio. Ach so. Und die haben da auch immer Soft-Erotik angeboten. Bist du eine dominante Frau? Unter anderem. Also beides. Also ich habe beide Teile. Ich kann mal dominant, mal devot sein. Ich lege mich da nicht gerne fest. Es kommt immer auf den Partner an. Achso, aber es sollte schon so eine SM-Schiene, müsste schon... Muss nicht. Ja. Also kann wirklich auch ganz normaler Blümchen-Sex, der kann auch gut sein. Ja, ja. Aber wie gesagt, ich komme aus einer sehr wohlbehüteten Familie. Mich hat so diese Abgründe interessiert, dieser... Ich wollte sagen, vielleicht ist es auch der Spaß, etwas Verbotenes zu tun. Ja. Wenn du in einer wohlbehüteten Familie kommst, wo alles immer wunderbar ist und alles in Watte gepackt, dass du mal, ich sag's mal, vulgär die Sau rauslassen kannst. Ja, ich wollte wirklich die Abgründe der Menschheit mal erleben. Ne? Ja. Und wie gesagt, dann mein erster Gast, den werde ich auch nie vergessen, war ein super Typ. Mhm. Und ja, dann bin ich in diesem SM-Laden dann mit dem ins Bett gegangen. Ja, ja. Und fand das dann auf einmal überhaupt nicht schlimm. Ja. So, jetzt bitte ich erstmal all unsere interessierten männlichen Zuhörer nicht anzurufen und nicht zu mailen. Wir stellen keinen Kontakt zu Bianca her. Ich kenne das nämlich schon, wenn wir hier nette Frauen auf dem Sender haben und die sowas erzählen, dann sind die Jungs ganz wild und telefonieren. Wir stellen Kontakt nicht her. Also Jungs, bitte nicht anrufen, nicht mailen. Ich möchte gerne, Bianca, dass du mit meiner Psychologin noch ein paar Worte redest. Okay. So, dass ein wirklich psychologisches Problem ist und mir scheint das zu sein, wäre das, glaube ich, gut, so fachmännisch anzugehen. Ja, das ist super. Ja? Dann legst du bitte auf und wir rufen dich, das heißt, die Magdalena ruft dich gleich zurück. Alles klar. Alles Gute. Danke. Tschüss. Ciao. 0800 220 5050, die Telefonnummer. Hinweis auf morgen. Morgen ist mein prominenter Gast Thomas Anders. Vorhin hat er noch bei Johannes B. Kerner gekocht und morgen talkt er schon bei uns. Er stellt sich meinen Fragen und er stellt sich euren Fragen. Wenn ihr also gerne mitmachen wollt und am Telefon mit Thomas Anders reden wollt, über Dieter Bohlen, über Modern Talking, über seine Karriere, über Max Mutzke oder ich weiß nicht was alles, dann meldet euch jetzt am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft morgen eine Stunde vor der Sendung an. Dann sind die Leitungen geschaltet. Die Sendung beginnt um 11:30 im WDR-Fernsehen. Mein Gast Thomas Anders. Hier ist... auch ein Thomas, aber der nennt sich Tommy und der ist 40. Ja. Hallo Domian. Hallo Tommy. Ich wollte erst mal zuvor sagen, deine Sendung ist wirklich klasse. Die verfolge ich schon seit 10 Jahren jetzt. Oh, das ist sehr schön. Freut mich, dass du es sagst. Vielen Dank. Ich wollte noch fragen, wie kann ich es erreichen, dass ich von dir ein Autogramm kriege? Indem wir dich gleich nochmal zurückrufen und du uns dann deine Anschrift sagst. Alles klar. Ja. Gut, ich wollte nochmal, also vor 2 Jahren habe ich dich mal angerufen. Ich weiß nicht, ob dir das noch bekannt ist, die Geschichte. Ich bin Altenpfleger. Mhm. Und da ging es um eine 80-jährige Dame, die mir 10.000 Euro angeboten hat, damit ich ihr eine heiße Nacht verbringe. Ja, natürlich weiß ich das noch. Ja. Das unmoralische Angebot. Ja, genau, richtig. Aber hallo, weiß ich das noch. 10.000 Euro waren das, ne? Ja. Ja, da gab es schon Euro, ne? Genau, ja. Die alte Dame, 80 Jahre? Ich sag's nochmal. Die war 80, die ist jetzt verstorben. Die Arme. Ja, die Arme. 10.000 Euro, damit Tommy mit ihr schläft. Genau, und ich habe das abgelehnt. Ja. Also ich... hab dann nochmal mit der Dame gesprochen und hab ihr gesagt, dass ich das aus moralischen Gründen schon meiner Freundin gegenüber nicht mit meinem Gewissen vereinbaren könnte, mit ihr zu schlafen. Erzähl es mir nochmal, waren es die moralischen Gründe der Freundin gegenüber oder hättest du es auch nicht fertig gebracht? Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hätte es auch nicht fertig gebracht, weil
der Altersunterschied so krass ist und irgendwie, ich hätte mich auch ein bisschen davor geekelt. Wobei. Aber ich habe damals auch schon alles erzählt. Ja, nun ist es lange her und die Leute erinnern sich auch nicht mehr so genau dran. Deswegen entschuldige, wenn ich nochmal frage. Nee, ist ja kein Problem. Ich glaube, aber mich daran zu erinnern, dass du gesagt hast, das wäre eine sehr, sehr attraktive, für ihr Alter sehr attraktive und gepflegte Dame. Ja, also sie war geistig noch sehr fit. Das ist auch. Klar, ja. Aber wie gesagt, ich habe mit meinem Gewissen und mit mir selber hin und her gerungen und bin dann halt zu dem Entschluss gekommen, dass ich eben das Angebot doch ablehnen werde, auch wenn es eine hohe Summe war. Wie hat die alte Dame darauf reagiert? Naja, da kannst du ja denken, dass sie da irgendwie ihr nicht Ruhe gegeben hat und immer wieder mal angefangen hat, ach, überlegen Sie es doch nochmal und so. Weißt du, was hier irre war? Ich glaube, das habe ich dir damals auch gesagt. Ja. Wieso wollte die dich für 10.000? Die hätte irgendeinen... Nicolo hätte sie nicht. Ja, den hätte sie für 1.000 haben können. Ja, eben. Oder noch weniger. Vielleicht war ich für sie so attraktiv, ich weiß es nicht. Du warst der Knaller für die wahrscheinlich. Ja, kann sein. So, das ist jetzt 2 Jahre her, aber du rufst mich wieder an. Was ist los? Ja. Also wie gesagt, jetzt geht's um meine Freundin. Ja. Und zwar seit diesem Erlebnis habe ich halt begründete Zweifel, ob sie mich wirklich noch liebt, weil sie jetzt nur irgendwie aufs Geld, also irgendwie da macht sie mir Vorwürfe, ach, hättest du doch damals mit der alten Dame geschlafen, hätten wir ein bisschen mehr Kohle. Und durch die wirtschaftliche Situation, sie hat auch ihre Arbeit verloren, macht sie mir halt große Vorwürfe Sie macht dir jetzt Vorwürfe, dass du es nicht gemacht hast genau. damals. Du hast es aber damals mit ihr abgesprochen, ne? Ich habe damals mit ihr abgesprochen. Aber irgendwie hat die Frau sich verändert, also meine Freundin. Ja. Und lass mich mal fragen. Und damals hat sie das auch gut gefunden, dass du es nicht gemacht hast. Und damals hat sie dann noch gesagt, oh, da wäre ich eifersüchtig geworden, das hätte ich auch nicht verkraftet. Und da war eigentlich alles in Butter. Und irgendwann, so vorm Jahr, hat sie sich so verändert, dass sie nur noch aufs Materielle geschaut hat. Das ist ja unglaublich. Und deswegen habe ich jetzt sogar noch Zweifel meiner Identität, ja, praktisch. Also mit anderen Worten, wenn es ihr jetzt nur noch um das Geld geht und ich gar nicht mehr so für sie wichtig bin, also es geht jetzt kaum nur noch um Liebe, das ist das Einzige, worum sich ihre Gedanken drehen, sind immer nur materielle Dinge. Würde mich auch irritieren an deiner Stelle, in der Tat. Ja. Außerdem finde ich das ein ganz seltsames Verhalten. Ja. Dass du das damals nicht gemacht hast, ist ja komplett nachvollziehbar. Ja. Du wolltest das nicht und du konntest es auch deiner Freundin gegenüber nicht vertreten. Nee, hätte ich beides nicht gekonnt. So. Und wenn sie dann ein Jahr später ankommt, hättest du das doch mal gemacht, hätten wir 10.000 Euro gehabt. Finde ich das auch merkwürdig. Finde ich sehr merkwürdig. Und deswegen, Domian, ich bin jetzt wieder so zwischen zwei Stühlen. Also diese Beziehung ist für mich ja jetzt eigentlich gar keine Liebesbeziehung mehr, weil es sich ja nur noch ums Geld dreht und die ist so eiskalt geworden. Wir kommen uns auch gar nicht mehr richtig näher und sexuell läuft auch fast nichts mehr, ja. Wie lange seid ihr zusammen jetzt schon? Jetzt sind wir 4 Jahre zusammen. 4 Jahre, also damals waren es 2. Und der Wandel ist jetzt erst so seit einem guten Jahr? Ja, der Wandel ist so erst seit 2004 eingetreten. Warum? Was ist da geschehen? Also sie hat halt ihren Job verloren. Nur das meinst du, ist der, was heißt nur, aber das... Ich glaube, das ist mit der ausschlaggebende Grund, weil sie sich halt gern immer Dinge geleistet hat und immer auch irgendwie gesagt hat, ja, aber damals hat sie das noch nicht so gesagt, aber jetzt irgendwie ist mir das zu Ohren gekommen, ja, das Materielle wäre für sie wichtig. Wie ist denn so der Umgang zwischen euch? Gibt es noch Zärtlichkeiten? Du sagst, Sex gibt es nicht mehr? Ja, also es ist sehr rar geworden, auch mit Zärtlichkeit. Und jetzt ist meine große Frage, Domian, weil mich das ja jetzt belastet, die Beziehung. Es quält mich ja, wenn ich sie sehe und merke, da ist eigentlich gar nichts Menschliches mehr richtig. Soll ich sie einfach fallen lassen wie eine heiße Kartoffel? Oder soll ich nochmal mit ihr reden, ob ich noch was retten kann? Weil ich merke, dass mich die Beziehung so quält. Ja. Also mit ihr, jedes Mal, wenn ich sie treffe... Ihr wohnt nicht zusammen? Wie bitte? Ihr wohnt nicht zusammen? Nein. Du sagst, die Beziehung quält mich so. Das ist ja schon eine harte Aussage. Ja, also möchte ich die Frau eigentlich... Also ich möchte irgendwie, das ist so wie so ein Albtraum, der nicht mehr aufhört. Irgendwie möchte ich das beenden, weil da ist keine Herzlichkeit mehr drin. Was stoppt dich denn daran, es nicht zu beenden? Weil sie mir irgendwie auch leid tut. Irgendwie, ich meine, sie kann ja auch manchmal phasenweise sehr lieb sein, ja. Und außerdem ist es halt auch sowas wie eine Gewohnheit. Wenn man 4 Jahre zusammen ist, naja, natürlich, dann kann man natürlich. Nur einfach abspringen und sagen, ja, das war's jetzt mal, ja. Ja. Das heißt ja eigentlich, dass du sie nicht mehr liebst, wenn du es so sagst, wie du es gerade gesagt hast. Das würde ich auch nicht so sagen. Also ich empfinde schon noch was für sie. Okay, das ist völlig klar, wenn man so lange zusammen war, dass man irgendwie noch was empfindet. Aber richtige, brennende, große Liebe ist es nicht mehr. Nein.
wie gesagt, das ist so eine große Belastung, dass ich einfach nicht mehr, vielleicht kannst du mir einen Rat geben, wie ich jetzt weitermachen soll, wie das überhaupt weitergeht. Mhm. Ich war schon fast so verzweifelt, dass ich nicht mehr leben wollte. Naja, nur langsam. Naja. Also die Frage ist jetzt, ist da irgendwie noch so ein Funken, dass du sagst, es lohnt sich nochmal so richtig, sich ins Zeug zu legen gemeinsam, um es vielleicht zu retten? Oder bist du eigentlich so mürbe, dass du nur weg willst? Also ich muss ganz ehrlich sagen, das hat mich so geschlaucht, dass ich es eigentlich beenden möchte. Irgendwie. Dann musst du das auch beenden, Tommy. Ja, dann weil ich glaube, das ist nur beenden. Eine Quälerei. Dann musst du das beenden, beende es. Ja. Und dann ist das natürlich, ist das verletzend für sie und schlimm. Aber wenn du es so sagst, ich meine, klarer kann man es ja gar nicht mehr sagen. Ja. Hast du denn in dem letzten Jahr, hast du denn mehrmals so deinen Unmut geäußert und auch mit dir diskutiert und gesagt, was ist denn los und wieso, also, hast du dich so verändert? Ich bin ein sehr ehrlicher Mensch, Domian, ja. Ich hab ihr gesagt, also irgendwie merke ich, da ist eine Gefühlskälte bei dir und so kann das nicht mehr weitergehen in unserer Beziehung. Wie hat sie sich denn dazu geäußert? Und dann hat sie nur drum geredet, ach, das sei doch nicht so empfindlich und das ist doch bei anderen Freundschaften genauso, das ist doch ganz normal. Was willst du denn eigentlich? Also sie hat immer patzig reagiert und Ausflüchte gesucht und ist gar nicht richtig drauf eingegangen. Ja, sie hat patzig reagiert und hat dich in Folge dessen auch gar nicht ernst genommen. Ich habe fast das Gefühl, dass die irgendwie da weg, also Ohren auf Durchzug gestellt hat, ja. Und das hat mich natürlich dann auch verletzt. Tommy, du hast die Faxen dicke, ne? Um es mal salopp zu sagen. Ja, ja. Dann mach Schluss. Dann ist wohl das Beste, dass ich klar einen Tisch mache. Ja, finde ich schon, ja. Sonst, ich glaube, ich gehe sonst zugrunde irgendwie. Ja. Das wäre, also nehmen wir mal an, wir spinnen das mal gerade so ein bisschen durch. Du stellst dir vor, die Beziehung ist beendet und es gibt keine Verbindung mehr zwischen euch. Wäre das eine Erleichterung für dich? Also, wenn ich jetzt so sagen würde, zu 90% ja. Ja, komm, dann keine Diskussion weiter. Du musst mit ihr reden und mach Schluss. Und was ist, wenn sie sich dann wieder querstellt und dann irgendwie mich unter Druck setzt und sagt, ja, überlegst du doch nochmal. Oder dass sie dann auch droht, sich umzubringen. Wie soll ich dann reagieren? Ich weiß ja nicht, wie die reagieren wird. Ja, also ich würde dann erstmal sagen, dass du dann deine Linie durchziehen musst und sagen musst, nein, ich habe mich dazu entschieden. Und wir können ja gerne nochmal uns unterhalten. Ich kann es dir gerne erklären. Ja. Aber ich möchte jetzt auf Abstand gehen. Ich würde mich dann nun überhaupt nicht unter Druck setzen lassen, weil das bringt ja nun wirklich nichts, gar nichts. Stimmt, ja. Und dann bin ich wieder allein. Ja. Dann aber, muss ich wieder so vorne anfangen. Aber dann ist das vielleicht auch besser, als in so einer Situation zu leben. Ja, sicher, klar. Lieber Tommy, alles Gute. Danke fürs Gespräch. Toi, toi, toi. Okay? Und wie gesagt, mit dem Autogramm. Achso, genau. Du legst auf, wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Okay. Okay, tschüss. 0800 220 50 50 und hier sind Daniela und Dirk. Wer habe ich denn zuerst jetzt? Hallo. Ich bin Daniela. Du bist Daniela und du bist 24 Jahre alt. Ich bin 24, genau. Daniela, 24. Und daneben irgendwo ist auch der Dirk noch. Der sitzt genau neben mir, ja. Der ist 23? Ja. Und ist dein Freund? Nein, wir sind alle gut befreundet. Gut befreundet. Wir sind insgesamt 4 Leute. Ihr seid 4 Leute? Ja, und erzähl mal, um was geht's denn? Es geht um unser Projekt SIT und das steht für Schlaflos in Duisburg. Wir proben gerade einen Schlafentzug, der jetzt heißt... Schlaflos in Duisburg? Schlaflos in Duisburg, ja. Und der geht jetzt seit ungefähr 33 Stunden. Der ist Donnerstag um 16 Uhr angefangen. Oh, das heißt, du hast seit Donnerstag nicht mehr geschlafen? Also ich genau bin seit Donnerstag 12 Uhr wach und seitdem, wach. Sehr wach. Manchmal sehr auch wach. Weniger. Also das sind jetzt wie viele Stunden? Sagst du gerade 36? Also seit unserem festen Anlaufpunkt, Donnerstag 16 Uhr, sind es ungefähr 33, 34 Stunden jetzt. Ja. Aber wie gesagt, wir sind halt alle schon ein bisschen eher wach. Also wir sind so gegen 11, 12 Uhr meist wach geworden. Wie fühlst du dich? Es ist fürchterlich, aber es ist okay. Du klingst gar nicht müde. Ja, das mag so sein. Aha. Haltet ihr euch irgendwie... Nee, ich muss erst mal fragen, warum macht ihr das? Weißt du, was warum ist das? Warum wir das machen? Ja. Wir wollen natürlich gucken, wie weit wir kommen. Also wir haben über diesen Weltrekord gelesen, unter anderem, der bei 11 Tagen liegt. Achso, das ist so eine private Initiative. Ihr seid nicht, ich dachte gerade, angebunden an irgendeine Universität, dass es ein Forschungsprojekt ist oder sowas. Das nicht? Nein. Also wir studieren zwar zufälligerweise alle dasselbe, aber das hat jetzt nichts wirklich mit dem... Aber nicht Medizin oder Psychologie oder sowas macht ihr? Nein, wir studieren Soziologie. Soziologie, genau. 4 Leute. 4 Leute. Und das Ziel ist, den Weltrekord irgendwie zu schaffen, oder wie? Naja, das wäre natürlich unser persönliches Ziel, die 11 Tage zu durchbrechen, aber davon gehen wir jetzt eigentlich nicht aus. Das ist ja unfassbar. 11 Tage ist der Weltrekord, wo die Menschen nicht geschlafen haben. 264. Boah, wie hält man denn das aus? Das ist ja unglaublich. Es fing
bei diesem Menschen, das war 1965, der war gerade 17, irgendwie im College, und das fing bei dem genauso an. Er hat sich mit zwei Freunden wachgehalten, die ihn dann schichtweise bei Laune gehalten haben, und irgendwann wurde die Presse aufmerksam und dann kam er sogar noch in klinischer Beobachtung, jedenfalls von, ich glaube, Professoren waren das damals im College. Und dann wurde das ein richtig großes Ding. So, schlaflos in Duisburg. Ist das auch eure Intention, dass ihr in die Medien kommt? Und Nein. Das nicht. Wir haben nur gedacht, es wäre doch vielleicht lustig, mit dir darüber zu sprechen. Ja, das ist schon sehr lustig. Ja, also habe ich das hier so verstanden, dass es eher so eine Privatsache von euch vieren ist? Also eine Selbsterfahrungsgeschichte quasi? Selbsterfahrungsgeschichte, und da wir alle sehr gut befreundet sind, wollten wir halt gucken, wie reagieren wir dann aufeinander, wenn wir sehr, sehr übermüdet sind und eigentlich auch gar keine Lust mehr haben auf Leute. So, wie hältst du dich wach? Wie halte ich mich wach? Ja, das ist natürlich diese Gegenmotivation, die wir uns auferlegt haben. Wir haben auch ein Regelwerk, wir haben ein festes Programm, das wir versuchen einzuhalten. Wir dokumentieren uns mit Fotos alle 3 Stunden. Ja. Wir laden uns Besuch ein, wir sagen Leuten, die sollen uns anrufen, wir reden viel, spielen Spiele und wie man sich so wach hält. Also ihr hängt nicht einfach so ab, ne? Das geht gar nicht. Auf gar keinen Fall. Nee, ich meine, wir hatten heute zum Beispiel auch so 30 Stunden, wo wir wirklich abhingen, aber das bekam uns dann auch nicht so gut, dass wir dachten, jetzt muss mal wieder passieren, und dann ist dann halt Besuch gekommen. Ist denn schon mal einer eingenickt ein bisschen? Ja, es gab einen ganz, ganz kurzen Moment, wo einer fast eingenickt wäre, aber Dirk hat es dann sehr, sehr, sehr schnell gemerkt. Das waren 2 Sekunden. Gib mir den Dirk mal eben. Wir reden gleich nochmal. Okay, ich gebe dich weiter. Einen Moment. Ja, hallo. Ah, hallo Dirk. Du bist also eingenickt. Kurz, 2 Sekunden. Ja, es war ungefähr so morgens gegen 10, als ich meine 24 Stunden voll gemacht habe, und dann war da halt. Wie fühlst du dich jetzt im Moment? Im Moment geht es eigentlich wieder ganz gut. Ja. Sind die Spielregeln, wenn jetzt einer, wenn du jetzt vielleicht nochmal einnickst oder wirklich nicht mehr kannst, wird das ganze Projekt dann abgebrochen oder scheidet dann derjenige aus, der nicht mehr kann? Nee, also wir haben das schon so gemacht, dass immer einer ausscheidet, und für den, der zum Schluss übrig bleibt, gibt's halt auch noch 3 Kästen Bier als zusätzliche Motivation. Was glaubst du denn, wie lange jetzt auf deine Person bezogen, wie lange du schaffen wirst? Offenes Ende. Also ich setze mir da keine Grenze, und das, denke ich, sieht hier auch bei allen ähnlich aus. Ja, also 34 Stunden jetzt wach, finde ich schon eine ganz, ganz ordentliche Leistung. Das heißt, es könnte nochmal so viel werden unter Umständen? Ja, klar. Vielleicht, ne? Mhm. Wie ist es denn so mit Wachhaltern? Trinkt ihr viel Kaffee oder werft euch irgendwelche Wachmachpillchen rein oder irgend sowas? Nee, auf keinen Fall. Also wir haben ganz klar gesagt, irgendwie harte Drogen oder Koffeintabletten auf keinen Fall. Ja, aber Kaffee schon. Also weil wir wollen ja wissen, irgendwie, ob die Leute umkippen, weil sie müde sind oder wegen anderen Dingen. Und wir halten uns halt einfach dadurch wach, durch unser Programm, und wir trinken super viel Wasser. Ja. Aber Kaffee eigentlich gar nicht mal so viel. Ach so, gar nicht mal so viel. Cola auch nicht? Nee, auf keinen Fall. Auf keinen Fall. Viel Wasser. Warum nicht Kaffee und Cola? Ist nicht notwendig. Aha. Also normalerweise denkt man das ja immer so, wenn man irgendwie müde ist, dann pfeift man sich noch ein Espresso rein und noch einen, dann ist man irgendwie ein bisschen fitter. Aber das bringt ja irgendwann auch nicht mehr. Ja, ist es. Also es gibt immer noch so einen Schub. Ja. Klar, auf jeden Fall. Ja. Aber um dich irgendwie auf die Länge wach zu halten, brauchst du auf jeden Fall auch viel, viel Wasser. Ich verstehe. So, Dirk, du grüßt mal die anderen herzlich von mir und gibst mir netterweise bitte die Nadiela nochmal. Okay. Okay, tschüss. Bis dann, ciao. Jo. Hallo. So, Daniela, das finden wir natürlich sehr, sehr spannend, was ihr da macht. Ja, wir auch. Jetzt haben wir morgen ja unseren Promi-Gast. Mhm. Montag ist die Wiederholung der Promi-Sendung. Mhm. Meinst du, ihr schafft das bis Dienstag, dass wir Dienstag nochmal telefonieren? Also wenn wir es bis Dienstag schaffen, können wir gerne nochmal telefonieren. Ja, das ist mein großes Ziel, auf jeden Fall den Montag noch zu erreichen. Ah ja, genau. Also, dein persönliches Ziel ist der Montag. Also das wäre natürlich super. Also den Anfang der neuen Woche wirklich noch zu erleben. Also wenn ihr bis Dienstag, wenn ihr Dienstag von Dienstag auf Mittwoch die Nacht auch noch wach wärt, wäre das ja spektakulär, ne? Ja, das wäre es wohl in der Tat. Das wäre sehr spektakulär. Wir haben ja eure Telefonnummer. Ja. Das heißt, wir bleiben jetzt mal mit euch in Kontakt. Habt ihr denn jetzt die... Also es wird ja jetzt von Stunde zu Stunde härter, denke ich mir, ne? Also das ist wirklich... Ich könnte das nicht so pauschal sagen. Also es waren vorhin wirklich 4 Stunden, die viel härter waren als jetzt. Jetzt sind wir gerade alle eher wach, auch bevor dieses Gespräch begonnen hat. Es ist phasenweise. Läuft denn auch permanent das Radio oder der Fernseher? Gar nicht.
Gar nicht. Also wir haben Musik oft, aber wir unterhalten uns viel und sagen auch manchmal, also Fernseher gar nicht. Wir haben es vorhin einmal getestet, ist es überhaupt nicht gut. Da neigt man doch dazu, sich hinzulegen. Das stimmt, das stimmt. Das macht dann müde. Dann, gar nicht gut. Du sagst gerade, dass ihr vier auch enge Freunde seid. Das ist natürlich das gruppendynamisch auch ein interessanter Prozess. Wann, wie geht man miteinander um? Wann entstehen vielleicht Aggressionen? Vielleicht kommt irgendwas raus von einem, was man noch gar nicht erwartet hat. Bemerkst du jetzt schon irgendetwas Ungewöhnliches? Also ich kann eigentlich nur für mich sprechen. Ich habe vorhin eine Zeit gehabt, wo ich ziemlich reizbar war. Dann bin ich auch noch hingefallen. Mhm. Auch vielleicht Müdigkeit hat mir wehgetan und war dann doch ziemlich reizbar. Ja. Wir haben aber auch wirklich vorher abgemacht, dass nichts, was jetzt passiert, irgendwas an diesen Freundschaften ändern soll. Also wir haben das wirklich schon klar, wirklich klar gemacht. Also nicht, dass das Ganze in der bösen Schlägerei endet. Ne? Genau, also wir haben auch wirklich das wirklich aufgeschrieben. Wir haben sogar unterschrieben, jeder von uns. Wir haben einen Vertrag aufgesetzt, dass das wirklich nichts an allem ändert. Das soll... Ihr habt aber, das habe ich gerade nicht richtig verstanden, habt ihr permanent auch ein Video laufen? Nein, aber wir machen alle 3 Stunden Fotos von uns. Ja. Wir haben Sprachaufnahmen, die physisch, psychisch dokumentieren, was gerade los ist und schreiben Protokoll die ganze Zeit. Also Schlaflos in Duisburg. Ja. Ein Projekt von 4 Studenten, die einfach mal ausprobieren wollen, wie lange man schlaflos sein kann, ohne Schlaf auskommen kann. Ja. Ein bisschen schade, dass wir jetzt am Wochenende sind, sonst würden wir jeden Abend mit euch telefonieren. Finde ich super, wirklich sehr spannend. Wir auch. Wie gesagt, also wir sind in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wieder live auf dem Sender und wir versuchen euch zu erreichen. Selbst wenn der Versuch dann abgebrochen ist und wir vielleicht einen von euch bekommen könnten, dann könnt ihr ja uns die Ergebnisse erzählen. Ja, gerne. Ne? Sofern ihr nicht alle schlaft. Was werden wir sicherlich tun, aber kein Problem. Ja. Wir sind dabei. Eine Frage noch zum Schluss. Ich merke das so, wenn ich sehr müde bin, habe ich immer so viel Hunger. Habt ihr das auch? Es hält sich in Grenzen. Wir haben uns auch zum Ziel gemacht, nicht zu viel auf einmal zu essen, sodass wir nicht träge werden. Ja, aber genau. Wir sind, doch, wir essen. Ja. Vielleicht braucht der Körper die Energie dann auch, ne? Wenn man also wir haben auch Nudeln und süßes Obst, ganz viel, viel Wasser und wir halten durch. So, Daniela, sehr interessant. Ich drücke euch die Daumen, dass ihr es lange schafft und dass das auch keine gesundheitlichen Schäden irgendwie mit sich bringt. Und bin sehr gespannt auf, also wir werden auf jeden Fall nächste Woche irgendwie miteinander telefonieren. Entweder seid ihr noch voll in Action oder ihr erzählt uns von den Resultaten des Experimentes. Das werden wir tun, wenn wir wach sind. Wenn ihr wach seid, ganz genau. Also toll, 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 alles Gute. Schöne Grüße nach Duisburg. Vielen Dank und schönen Abend noch. Dankeschön, tschüss. Danke, tschüss. Das ist ja spannend. Schlaflos in Duisburg. Magdalena, 33, hallo. Hallo Magdalena. Hallo. Ja. Madeleine. Richtig, Madeleine. Entschuldige, das habe ich jetzt hier falsch gelesen. Kein Problem. Madeleine. Schön, dass du da bist. Ja, hallo. Um was geht's bei dir? Ich stehe auf den verbalen Kick am Telefon. Ich mag Telefonerotik. Ach so. Mhm. So professionell oder nebenher? Nee, nebenher. Also als Hobby quasi. Richtig, ich habe es mal professionell probiert, aber das ist nicht dasselbe. Es macht nicht diesen Spaß, den es... Ach, du hast es schon mal professionell probiert. Das heißt, du hast bei so einer Agentur gearbeitet? Ja, richtig. Das ist, man ruft an und die schalten die Anrufe weiter auf seine Nummer, richtig. Aber das ist nicht das, was mir Spaß macht. Was macht dir genau Spaß? Beschreib es mir. Was mir genau Spaß macht. Ich mag es, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Ich mag zum Beispiel nicht die schnelle Nummer. Da stehe ich absolut nicht drauf. Ich mag es, wenn man mir beschreiben kann, Dinge beschreiben kann, Situationen beschreiben kann, sodass ich es mir einfach vorstellen kann. Also erotische Situationen? Erotische Situationen. Also du unterhältst dich mit Männern? Ich unterhalte mich auch mit Frauen. Ach so. Und Frauen leider sehr rar gesät. Das heißt, leider nicht so viele. Du bist bisexuell? Ich bin bisexuell, ja. Und begibst dich dann in den Telefonaten mit der Frau oder mit dem Mann in eine erotische Situation? Kann ich mir das so vorstellen? Und ihr beide spinnt quasi so an der Geschichte, was alles so geschehen könnte. Richtig, man spinnt verschiedene Fantasien durch. Also es ist kein plumpes, stell dir vor, ich ziehe jetzt meine Hose aus und mache so und so, sondern feinsinniger alles. Richtig. Mhm. Ist teilweise ein Rollenspiel. Ja. Das kommt auf den jeweiligen Gesprächspartner an. Also die sind da alle recht unterschiedlich. Wie findest du deine Gesprächspartner? Wie finde ich meine Gesprächspartner? Über das Flirtline, im Videotext, gibt es diese bestimmten Chaträume. Also es sind alles fremde Leute? Es sind alles fremde Leute, ja. Hast du da schon so einen Kreis, den du immer wieder mal so anrufen kannst? Habe ich.
Aber ab, fern von allen kommerziellen Interessen, ihr ruft euch dann privat an und macht es euch nett am Telefon. Richtig, richtig. Mhm. Ich melde mich bei denen und die rufen mich zurück. Ja. Aus Kostengründen dann, oder was? Ja, richtig. Also, es läuft ja alles über Handy. Ach, über Handy läuft das alles? Über Handy. Hast du kein Festnetz? Ich gebe meine Festnetznummer ja nicht preis. Ach so. Das ist aber anstrengend über Handy, so lange Sexgespräche führen, dieses kleine Ding am Ohr. Ach, ich finde, es geht. Es gibt ja auch die Freisprechung. Natürlich, das reicht. Die gibt's auch, ja, ja. Bist du in einer Beziehung zurzeit? Ich bin in einer Beziehung, ja. Du bist in einer Beziehung? Ich bin in einer Beziehung. Es war einfach mal so eine Frage, wo ich dachte, jetzt sagt sie, nein, ich bin in keiner Beziehung. Du bist in einer Beziehung. Ich bin in einer Beziehung. Weiß dein Freund davon? Der weiß davon, ja. Ja, wir führen eine recht offene Beziehung. Ja. Macht der auch schon mal mit, dass ihr zu dritt Telefonsex oder Telefonerotik macht? Er macht auch mit, aber er ist da, also er spricht nicht. Also er hat kein Interesse, sich da mit den Männern zu unterhalten. Ach so. Klar, wenn eine Frau am Hörer ist, dann natürlich auch. Aber ja, wie gesagt, gibt's leider sehr selten. Aber ist das wir haben schon Spaß zu dritt. Ja, ja. Dann sitzt er daneben, hört sich das an und findet das auch erregend unter Umständen. Nicht nur das, ich verwirre ihn dann teilweise auch dabei. Und weiß der Gesprächspartner das, dass da ein realer Mensch ist? Der weiß das. Also es ist eine richtige Erotik-Telefon-Session, ne, die da abgeht. Ja. Wie oft passiert das? In der Woche? Im Monat? Am Wochenende? Eigentlich passiert es nur am Wochenende. Ja. Weil wenn ich einmal damit anfange, kann ich irgendwie nicht mehr damit aufhören. Und das dauert dann wahrscheinlich Stunden, ne, oder? Ja, es sind schon einige Stunden. So immer von Freitags bis Sonntag. Immer... Also Stunden jetzt mit einer Person oder mit mehreren hintereinander? Teilweise Stunden mit einer Person, aber klar, es sind schon mehrere Gesprächspartner am Wochenende hintereinander. Endet das Ganze immer so, dass du dann auch einen wirklich realen Orgasmus während des Telefonierens hast? Nee, leider nein. Es gibt da auch, wie gesagt, ich habe da ein paar Leute, mit denen telefoniere ich eigentlich immer mal wieder. Mhm. Da weiß ich auch, dass ich zu meinem Spaß komme, aber wenn man neue Leute kennenlernt, klar, gibt es die schnell fertig sind und ich brauche meine Zeit. Ich mag eben halt nicht die schnelle Nummer. Aber es gibt schon also Gesprächspartner, die so genau nach deinem Geschmack sind, wo du dann durchaus auch zum Orgasmus kommst. Ja. Das ja. schon. Mhm. Mhm. Gab es denn schon mal die Versuchung, wenn das so toll ist, zu sagen, komm, wir treffen uns jetzt mal real? Nee, eigentlich nicht so. Wenn wir irgendwie was Reales suchen, dann gehen wir das auf einem anderen Wege an. Obwohl, ich habe mich auch schon, also wir haben auch schon mal einen, mit dem ich Telefonsex hatte, war auch schon mal hier. Ach so. Also das heißt, du mit deinem Freund geht dann auch, weiß ich jetzt, auf Sexpartys oder Swingerclub oder so, wenn ihr irgendwas Reales wollt? Nee, Swingerclub aus dem Grunde nicht, weil ich suche mir die Leute ganz gerne aus. Das heißt, wir suchen uns die Leute ganz gerne aus, mit denen wir unseren Spaß haben wollen. Ja. Und ich weiß nicht, in einem Swingerclub wird es mich stören, wenn da irgendwelche, für meine Begriffe nicht attraktive Leute, absolut nicht sympathisch sind. Mich würde es stören, wenn sie mir zugucken würden. Ja. Also ihr sucht euch die Leute irgendwie aus. Auf jeden Fall eine sehr offene Beziehung, die ihr da führt. Ja, wir sind, ich würde es mal so sagen, wir leben unsere Fantasien nicht nur im Kopf aus, sondern auch real. Ja. Wie lange seid ihr ein Paar schon? 15 Jahre. 15 Jahre? Dann finde ich das aber toll, dass ihr das so hinkriegt. Ja. Und wann hat das so angefangen bei dir mit diesen Geschichten, mit dem Telefon? Nee, angefangen hat es eigentlich online. Ach so, also mit Chatten. Im Internet, ja. Mit Chatten. Hast du den Anfang gemacht, in diese eher bizarre Welt zu gehen oder dein Freund? Eigentlich hat keiner von uns den Anfang gemacht, sondern wir sind da einfach so eingerutscht, durch andere... Ja, andere haben uns dieses Luster. Und wie lange geht das jetzt schon so? Das sind 5 Jahre sind das. 5 Jahre schon? 5 Jahre schon, ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass es auch immer wieder neue Schattierungen gibt, die ihr entdeckt und neue Sachen macht und dass sich immer so immer neu entwickelt auch. Man lernt nicht aus. Bist du glücklich mit deinem Freund? Ja, sehr. Und ihr habt da euer Späßchen zusammengefunden mit den mit diesen Sachen, die du gerade beschrieben hast. Ja, richtig. Ich denke mir, also viele, viele Leute träumen davon und würden es auch ganz gerne machen. Genauso wie es viele Männer gibt, die ganz gerne mal zwei Frauen beim Sex zuschauen wollen. Aber
am besten nicht die eigene. Und ich denke mir, was kann schöner sein, als seiner eigenen Frau dabei zuzuschauen, wenn sie Lust mit einer anderen Frau hat. Wie kommt das denn eigentlich, dass, du sagst gerade, es gibt wenige Frauen, die das machen, diese Telefonerotiknummer, also so privat wie du. Wie kommt das? Ich habe keine Ahnung, wie das kommt. Weiß ich nicht. Mhm. Ich verstehe es nicht. Ja. Hast du besondere Vorlieben vom Alter her, wer da am Telefon sein sollte? Soll das eher jüngere Männer, ältere Männer, ist es egal? Kommt es auf die Fantasie an? Das kommt auf die Fantasie an und das kommt auf die Stimme. Auf die Stimme, das stimmt, ja. Aber ich muss sagen, also es gibt doch viele junge Männer, die da recht geschickt sind. Mhm. Sind die jungen Männer auch geduldig, dass die so ein Rollenspiel aufbauen können oder wollen die eher zack, zack zur Sache? Nee, ganz und gar nicht. Ganz und gar nicht. Mhm. Ganz und gar nicht. Ja. Aber wie gesagt, es gibt da so viele unterschiedliche Charaktere und man kann die gar nicht alle über einen Kamm scheren. Ja. Das ist genau wie, ich lebe mit dem einen die Sexfantasie aus, die ich mit dem anderen nicht ausleben würde, weil es einfach nicht passt. Mhm. Du hast gerade gesagt, dass du es kurzzeitig auch mal professionell gemacht hast, Telefonsex. Ja, das war mir auf so einer Flirtline. Ja, und warum hat dir das nicht gefallen? Ich konnte es mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ach. Nee, weil das waren Männer, die da irgendwo eine Beziehung gesucht haben und ich denen da irgendwo was vorgelogen habe. Ja, ach so, klar. Das ist natürlich, wenn, wie du es jetzt so machst, eine ganz ehrliche Geschichte. Ne? Richtig. Keiner zockt da keinen ab und alles ist ehrlich und beide gehen von gleichen Voraussetzungen aus. Richtig, ja? Und vor allen Dingen, ich habe meinen Spaß daran. Und du hast deinen Spaß daran. Was ich bei den anderen Sachen nicht hatte. Achso, da war das ein reines profimäßiges Reden und du hattest nicht selbst die Laune dann dabei. Nee, weil man sich ja nicht als den ausgibt, genau, den man wirklich ist. Man kriegt ja der Agentur vorgesagt, wo man herkommt, wie alt man ist, wie man ausschaut. Man wird ja dem Mann, man entspricht dem Wunschvorbild des Mannes. Was machst du im realen Leben, wenn ich fragen darf? Im realen Leben. Ja. Ich bin im öffentlichen Dienst. Im öffentlichen Dienst, ah ja. Mhm. Das heißt also, wenn man irgendwo aufs Amt geht, könnte es sein, dass da Madeleine sitzt. Und und das ist eine ganz brave, ordentliche Frau und niemand ahnt, was sie alles da so treibt. Richtig. Ja. Madeleine, das war sehr interessant, mit dir gesprochen zu haben. Liebe Grüße an deinen Freund. Werde ich aufrichten. Und viel Spaß beim Telefonieren weiterhin. Ja, danke schön. Alles Gute. Auf Wiederhören. Ciao. Tschüss. 0800 220 50 50, wenn ihr euch gerne mit mir unterhalten wollt, das ist die Nummer oder die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Morgen 11:30 WDR Fernsehen, mein Gast Thomas Anders. Und wenn ihr mitmachen wollt, wenn ihr fragen wollt und euch unterhalten wollt mit Thomas Anders, dann meldet euch heute am besten schon an unter domian@wdr.de oder ruft morgen an, eine Stunde bevor die Sendung losgeht, sind die Leitungen geschaltet und die Sendung beginnt um 11:30 im WDR Fernsehen. Blanche ist hier. Blanche, 19... Blanche war da. Blanche hat aufgelegt. Oh, die Leitung ist weggebrochen. Dann versuchen wir es mal mit Christoph. Christoph ist 25 Jahre alt. Hallo Christoph. Ja, schönen guten Morgen, Domian. Ja, schönen guten Morgen. Also, mein Thema ist eine ziemlich verrückte, interessante Liebesbeziehung. Oh, da bin ich aber gespannt. Nein, also ich habe da so ein kleines Problem. Ja. Ich bin seit 2,5 Jahren mit meiner Verlobten zusammen mittlerweile. Mhm. Und habe mich so nebenbei, ohne dass ich es weiß, im Chat mit jemandem kennengelernt, angefreundet und ich habe mich in ihn verliebt. Und ach, ein Mann. Er ist ein Boy. Ja. Er ist ein Boy. Ich habe schon früher bisexuelle Neigungen gehabt, das war mir klar. Mhm. Und ja, nun haben wir uns, haben uns noch nicht mal gesehen, also weder auf Foto, wir haben nur mal kurz Hallo miteinander gesagt. Ja. Beide ziemlich schüchtern. Ja. Und wir haben uns, also ich habe mich in ihn verliebt. Aber wie kann man sich denn in jemanden verlieben, den man A noch nie gesehen hat, mit dem man nur Hallo einmal gesagt hat? Das hat mich auch schon dein Telefonist gefragt. Das ist ja einfach, wir haben ganz, ganz viele Gemeinsamkeiten. Wir chatten also wirklich stundenlang zusammen, je nachdem, wie man Zeit hat. Ja. Aber warum greift man denn dann nicht zum Telefon und redet wenigstens miteinander? Das haben wir ja vor, wir sind beide schüchtern. Ist er auch bisexuell? Ja. Und hat er auch noch nicht sehr viel Erfahrung oder gar keinen? Nicht sehr viel, würde ich mal sagen. Ist er auch in einer Beziehung wie du? Nein, nein. Nicht. Mhm. Wie lange läuft das jetzt mit dieser Chatterei? Also ich sag mal so ungefähr 2-2,5 Monate. Ja. Und das Problem ist natürlich, Problem ist jetzt... deine Freundin. Erstmal das. Deine Freundin. Zweitens, ich komme aus dem Bereich Hamburg und er, sag ich mal so, aus dem Bereich kurz vor Luxemburg im Saarland. Oh, das ist weit. Das ist weit, leider. Mhm. Aber
das Dumme ist, wir haben dort unten auch, sag ich mal so, ja, Leute, die man kennt, die ab und zu mal besuchen und die wohnen im Nachbarort. Das ist ein dummer Zufall. Ach. So, und wenn wir denn da mal hinfahren sollten oder wie auch immer, dann liegt das natürlich. Also ja, jetzt erzähl mir bitte nicht, dass du mit deiner Freundin, mit deiner Verlobten die Verwandten oder Freunde in Luxemburg besuchst und dann diesen Typ wiederum aufsuchst. Das ist ja wohl krass. Nee, aber das, ja, das ist schon richtig klar. Nee, die ganze Sache ist schon heikel, auf was du dich da einlässt, während du in einer Beziehung bist. Das ist richtig. Ja, das ist schon, es ist schon sehr viel passiert, finde ich. Es ist sehr viel passiert, das ist richtig. Abgesehen davon, dass das Ganze immer noch ein wackeliges Ding ist, finde ich, weil vielleicht steht ja irgendwann vor dir und du denkst, oh lieber Gott, das ist vielleicht ein netter Typ, aber ich kann mit dem erotisch und sexuell null was anfangen, kann ja sein. Ja, nun, das sehe ich mal nicht so als Problem an. Weil, also, wie man, weißt du, wenn man sich wirklich stundenlang schreibt oder wie auch immer, dann lernt man jemanden ja auch kennen, wie er gerade vom Charakter ist. Ja gut, wenn das bei dir so wirkt, also, die meisten sind anders, bei mir würde es nicht so wirken. Ich müsste, okay, müsste ihm äußerlich auch gefallen. Ist natürlich klar, das, also, ne, ein bisschen im Rahmen müsste es schon sein, aber ist halt schwierig. Gut, aber jetzt ist das Problem deine Freundin. Ja. Wie soll das jetzt weitergehen? Willst du dich jetzt weiter auf diese Geschichte mit dem Mann einlassen? So wie du jetzt erzählst und sagst, ich bin verliebt, hört sich das nicht so an, als wenn du mir jetzt sagen würdest, ah, pass auf, ich werde das abbrechen mit Luxemburg. Nee, also abbrechen will ich es nicht. Mhm. Das gebe ich ehrlich und offen zu. So, was machen wir jetzt? Das ist ja jetzt schon ein Akt der Untreue, was da passiert, deiner Freundin gegenüber. Obwohl da noch gar nichts Wirkliches passiert nein, ist, aber nein, also das, ich glaube auch, wenn es so weit kommen würde, dass man da irgendwie, dann wäre das, nein, das würde ich auch nicht machen, dass man da irgendwie, dass ich meine Freundin irgendwie jetzt betrüge oder so. Also ich muss, aber das, aber ich habe auch irgendwie passiert. Angst, die Wahrheit zu sagen. Ja, aber in gewisser Weise, Christoph, ist es jetzt schon passiert. Wenn du sagst, ich habe mich in den Typ verliebt, was ja schon eine große Aussage ist, würde deine Freundin jetzt schon vom Stuhl fallen wahrscheinlich. Das heißt, was soll jetzt passieren? Willst du jetzt warten, bis du ihn getroffen hast? Willst du warten, bis du mit ihm im Bett warst? Oder was soll jetzt weiter sein? Ja, das ist alles so Dinge, über die ich mir auch schon den Kopf zerbrechen. Wie ist denn die Beziehung zwischen dir und deiner Freundin, deiner Verlobten? Ach, ich sag mal so, mal gut, mal schlecht. Mhm. Wie in jeder Beziehung. Ich liebe es nicht, klar. Ja, klingt aber alles nicht sehr euphorisch, ne? Ja, doch, mal gut, mal schlecht. Doch. Also ja, ich meine, ich sag mal so, in einer Beziehung, finde ich, gehört Streit dazu. Das ist ganz normal. Ja, aber natürlich im Rahmen. Im Rahmen, na klar. Ja. Das heißt, du liebst sie? Begehrst du sie? Ja. Das heißt, ihr habt auch Sex miteinander, ne? Ja, natürlich. Mhm. Und guten Sex? Selbstverständlich. Ja. Also selbstverständlich ist es nicht. Ja gut, okay, ja. Also, weiß sie von deiner bisexuellen Vergangenheit? Auch das nicht. Auch das weiß sie nicht. Wie viel für reale Erfahrung hast du mit Männern schon? Was? Wie viel real? Also während der Beziehung null. Null? Vorher? Nein, vorher, sag ich mal, in jungen Jahren, ja, hatte ich mal. Wie viel? Eine. Ach, eine nur. Mhm. Eine, richtig. Mhm. Das heißt, die fällt im doppelten Sinne vom Stuhl. Einmal, dass du dich da auf einen anderen Menschen einlässt und dass das dann auch ein Mann ist. Ja. Mhm. Und das ist mein großes Problem, was ich habe. Mhm. So. Nun gibt es gar nicht so viele Möglichkeiten. Entweder du brichst das mit dem Typ ab und konzentrierst dich auf deine Freundin. Oder du sagst deiner Freundin, was im Moment Sache ist. Dann ist das ist zumindest ein faires Verhalten, damit sie mit einbezogen ist. Ja. Und stell sie nicht irgendwann vor absolut vollendete Tatsachen. Gib ihr auch nur eine Chance, dass sie sich auch noch mit einmischen kann, dass sie ja gemeinsam vielleicht was tun kann. Ja. Aber da muss sie jetzt auch Mut zeigen. Das ist natürlich eine... Wohnt ihr zusammen? Ja. Ja. Auch das bereits. Mhm. Mein Kater kommt gerade zu mir. Dein Kater, ich hab's quietschen. Ja, der hat quietschen. Also der Kater weiß auch schon Bescheid. Der Kater weiß es auch, mit dem habe ich auch schon drüber gesprochen. Ja. Was meint der Kater? Max, was meinst du? Der hält sich erstmal raus, glaube ich, ne? Hält sich raus. Diplomatisch. Mhm. Diplomatisch, sag gar nichts. Mhm. Was meinst du denn, wie deine Freundin reagiert, wenn die das erfährt? Ich denke, nicht gut. Mhm. Ich denke nicht. Nein, nicht gut ist mir klar. Wird sie androhen, dass die Beziehung beendet ist? Weint sie oder ist sie hysterisch oder ist sie extrem traurig? Ich denke, traurig. Traurig. Mhm. Ja.
Diese, weißt du, dieses Ding ist ja noch eine Nummer härter, als wenn du jetzt sagen würdest, pass mal auf, ich habe irgendwie auch so eine bisexuelle Ader, ich hätte mal Bock, Sex mit einem Typ zu haben. Das ist ja noch das was anderes. Das ist ja auch nicht, das ist, sag ich mal, so ein One-Night-Stand-mäßig oder so, da bin ich auch nicht der Typ. Nee, du hast dich ja verliebt, insofern ist das ja viel dramatischer. Als ja, wenn es nur eine sexuelle Gelust, eine sexuelle Lust wäre. Weiß denn der Mann, dass du eine Freundin hast? Ja. Ehrlich? Ja, das weiß er. Wir sind ein sehr guter Freund geworden, mehr oder weniger. Wir können über alles reden, wir haben sehr guten Kontakt, sehr oft. Wobei, das ist ja so mühsam, stelle ich mir vor. Man sitzt für diese Tastatur und chattet. Ja, gut, okay. Ja, ich frage es, ich denke, also für mich wäre das völlig ausgeschlossen. Ich würde immer dann zum Telefon greifen und denken, jetzt muss ich mich mit dem unterhalten, da kann man viel. Na gut, du hast es gerade begründet schon, warum er es nicht macht, weil ihr beide schüchtern seid. Vielleicht auch ein bisschen Angst habt vor der Realität, die dadurch reinkommt, ne? Das mag sein. Ne? So ist es noch. Ich bin ja jetzt schon so ein bisschen so, dass ich dazu doch bereit bin, aber ich denke, das sind wir beide. Das bringt vielleicht noch ein paar Wochen, oder? Also tu das deiner Freundin nicht an und fahr noch mit ihr zusammen nach Luxemburg und lüge dich da 2 Stunden weg und geh zu dem Typ. Naja. Bitte nicht. Mach es jetzt auf. Mhm. Wenn du, es sei denn, du bist bereit und sagst, ich kappe die Bindungen nach Luxemburg. Aber das willst du nicht, ne? Ich glaube nicht. Mhm. Wenn du sie kappen würdest, würde ich fast sagen, schauen drüber. Aber da müssen wir gar nicht weiterreden. Fair ja, ist es, wenn du jetzt deiner Freundin Bescheid sagst. Fair ist es. Ja, aber wenn ich ihr das Bescheid sage, dann ist sie, ich weiß nicht, was mit ihr passiert. Tja, aber du hast es jetzt schon angefangen. Ja. Du hast es nicht verhindert. Ja. Und du betreibst es 2-3 Monate schon und intensiv sogar. Und freust dich wahrscheinlich immer drauf, wenn du ins Netz gehst und mit ihm dich verabredet hast. Ja, nicht nur das, es sind ja auch E-Mails, es sind SMS und wurde schon sowas gesagt? Sowas wie, ich habe mich in dich verliebt, hast du es ihm oder er dir schon gesagt? Ja, beide. Christoph, es muss was geschehen, finde ich. Ja, irgendwie. Und du musst es entscheiden. Ein ganz mulmiges Gefühl. Klar, ist mir klar. So musst du für dich ganz gerade alleine. Gerade hier in Hamburg. Bitte? Gerade hier in Hamburg. Gerade hier in Hamburg? Ja, ich wohne hier. Ja, ich weiß. Ja, 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 ja. Also wenn man hier so sitzt, geht, spazieren, Wasser. Ach so, ich verstehe. Ja. Wenn man dann mal so ein bisschen nachdenkt und oder Musik hört oder wie auch immer, da hat man ja immer so die Gedanken im Hinterkopf. Aber jetzt musst du für dich ganz allein die Entscheidung treffen. Die kann dir kein Mensch abnehmen. Ja, das stimmt. Ich habe dir jetzt mal so als Spiegel meine Meinung gesagt, als Unbeteiligter. So ein Thema ist ja, da kann ich nicht irgendwie zu meiner Mutter gehen oder mit irgendjemandem drüber reden. Das das weiß sonst keiner, ne? Nee. Du. Ich jetzt ja. Und ein paar Leute, die zuhören. Christoph, ich wünsche dir alles Gute. Mach das Richtige jetzt. Mach das Richtige. Ich werde versuchen, ganz lieben Gruß an dein Team. Dankeschön. Alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. Zweiter Versuch von Blanche von gerade. Hallo. Ja, wo warst du? Ich habe aus Versehen den Stecker von meinem Telefon gezogen. Ach, Blanche. 19 Jahre bist du. Ja. Vor lauter Aufregung den Stecker rausgezogen. Ja, ich bin aus Versehen mit dem Fuß da hängen geblieben. War peinlich. So, aber jetzt haben wir uns ja, das ist ja schön. Um was geht's denn? Also, das geht um meinen Freund. Und zwar, er vertraut mir kein Stück Domian. Er vertraut dir gar nicht? Nein, er vertraut mir gar nicht. Wie lange seid ihr zusammen? Wir sind jetzt heute ein halbes Jahr zusammen. Ja, und was heißt das, er vertraut dir gar nicht? Also... Ist er notorisch eifersüchtig? Nicht nur das, wenn ich irgendwo hingehe und bin eine halbe Stunde weg, heißt das gleich, ich bin fremdgegangen. Das kommt, er vertraut Frauen sowieso nicht, weil er immer sagt, dass Frauen sich hingeben beim Sex und so. Weil was? Weil Frauen sich hingeben beim Sex? Ja, weil Frauen werden ja von Männern, wie soll ich sagen, gepoppt. Ja. Und nicht die Frauen machen das ja bei den Männern. Und da ich auch noch... Das ist seltsame Theorie, der junge Mann. Ja, ich weiß. Und da ich noch so eine schlechte Vergangenheit habe, ist das natürlich noch schwerer für ihn. Was heißt schlechte Vergangenheit? Also vor 3 Jahren, also sagen wir vor 4 Jahren, wo ich 15 war, wurde ich vergewaltigt. Mhm. Und ich habe mich keinem Menschen mehr zugetraut oder so. Und dann habe ich einen Jungen kennengelernt, 3 Monate nachdem das passiert ist. Und den habe ich dann vertraut und mit dem habe ich das erste Mal hier geschlafen und so.
Und der hat mich dann geschlagen, mich angerotzt und hat zu mir gesagt, vergewaltige Mädchen sind gut zu pappen. Mhm. Und der hat also alles kaputt gemacht an mir. Und ich habe dann gedacht, das, was die mir angetan haben, kann ich denen auch antun. Und dann habe ich die Männer verarscht. Ich habe mit denen geschlafen und das war's. Das heißt, du hast mit denen, wer ist denen? Mit mehreren Männern. In deinen jungen Jahren, mit 16 Jahren oder sowas? Ja. Mit wie vielen Männern geschlafen? 43. Während du mit dem einen noch zusammen warst? Nein, ich war nicht mal mit denen zusammen. Das hast du einfach so gemacht, warum? Ja, das war, also von mir sollte das Rache gewesen sein. Ich habe daran geglaubt, dass die Jungs wirklich mit mir eine Beziehung haben wollten. Mhm. Und ich wollte denen das wiedergeben, dass ich auch verletzt war. Ist aber nicht gelungen, ne? Nein, ich habe mich natürlich noch schäbiger gefühlt. Das ist natürlich eine 43 Typen gepennt in dem Alter, ist natürlich krass. Und das weiß dein jetziger Freund alles? Ja, ich habe ihm das alles erzählt von vornherein. Was ja wiederum toll ist, finde ich, dass du das tust. Ja, du aber eher nicht. Ich finde es toll, dass du den Mut hast, das zu erzählen. Ganz viele Frauen, Mädels in deinem Alter würden das absolut verschweigen und sich schämen und nie darüber sprechen. Ich finde es erstmal alle Achtung, dass du es getan hast. Aber jetzt ist das Ding nach hinten losgegangen, ne? Natürlich. Also ich habe ihm das erzählt, weil er mich gefragt hat. Und ich bin immer ehrlich. Mhm. Und weil ich ihn so sehr liebe und ich ihn nicht verlieren möchte, habe ich ihm das natürlich gesagt. Und er hat natürlich heftig darauf reagiert. Mhm. Aber er hat dich nicht verlassen daraufhin. Ja, das schon. Aber er traut mir nicht, egal was ich tue. Mhm. Er denkt, ich gehe fremd. Und ich habe... Du bist jetzt ein halbes Jahr mit ihm zusammen, sagst du? Ja, ich bin ein halbes Jahr mit ihm. Ich muss das nochmal mit der Zeit auseinanderfusseln. Diese vielen Männer, wie lange liegt das zurück? Also jetzt 3 Jahre. Ich bin gerade 19 geworden. Ja, das heißt, die letzten 3 Jahre ist gar nichts gelaufen mit Männern. Nein, ich bin schwanger geworden mit 16. Ich habe mit 17 meine Tochter gekriegt. Ach so, du hast ein Kind. Mhm. Genau, ich war mit dem Vater meiner Tochter zusammen, eine Zeit lang. Ach so, Also liegt diese heftige Zeit schon sehr lange zurück? Ja. Das weiß dein Freund auch? Das weiß ja. Also schlimmer wäre es ja für ihn, wenn das bis kurz vor eure Zeit gegangen wäre. Ja. Finde ich jetzt, ne? Also das hat deine Mama auch gesagt. Ja, genau. Mhm. Achso, die steht auf deiner Seite? Ja, also sie sagt, Vergangenheit ist Vergangenheit, Zukunft ist Zukunft. Mhm. Ja, finde ich auch eine gute Einstellung. Wie alt ist denn der junge Mann? 20. Ja. So, hast du ihm das jetzt gesagt, dass dich das so nervt, dass er so drauf ist, dass er dir so misstraut? Ja, ich habe ihm das gesagt, dass er mich damit verletzt. Mhm. Du musst ihm sagen, du hast ihm ja so viel Vertrauen geschenkt, indem du ihm das gesagt hast. Das ist ja eine ganz große Geste, finde ich. Dass du ihm so vertraust und sagst, pass mal auf, ich habe dich so lieb, ich sage dir meine Vergangenheit. Ja, die Vergangenheit ist nicht schön, ich habe auch Schlimmes erlebt. Und das war eine Reaktion auf das Schlimme, was ich erlebt habe. Jetzt muss er dir auch entgegenkommen und musst du sagen, okay, ich finde das toll, jetzt vertraue ich der Blanche auch. Aber er macht es nicht. Er macht es nicht. Und selbst die Mutter kann nicht auf ihn einwirken. Ich weiß nicht. Keine Ahnung. Habt ihr Streit deshalb? Wir scheiden uns auf wegen meiner Vergangenheit. Hast du Angst, dass das alles zerbricht deshalb? Ja, ich habe Angst wegen seiner Eifersucht, dass es kaputt geht. Ist er so drauf, würde er sich bereit erklären, wenn du sagen würdest, pass mal auf, ich kenne da jemanden, ist ein guter Psychologe, wir gehen mal zusammen dahin und reden mal zu dritt? Ich glaube nicht, dass er mit mir da hingehen würde. Das fände ich nämlich gut, wenn man zu dritt reden könnte. Also wir haben seine Mama, wenn wir Probleme haben oder so, dann reden wir immer mit ihr, weil sie ja außerhalb von unserer Beziehung ist. Ja, aber dennoch, es ist die Mutter und es ist auch wieder eine sonderbare Beziehung. Sprich doch mal mit der Mutter über diesen Vorschlag, dass du mit ihm zu einer Beratungsstelle gehst. Frag mal, was sie davon hält und bitte sie doch mal, ob sie auf ihn einwirken kann, dass sie dem zustimmt. Ich fände es so gut, wenn eine ganz neutrale Person, so wie ich jetzt auch ganz neutral mit dir rede, ganz neutral mit euch beiden sprechen würde. Ja. Dass diese Person ihm das auch mehr klar machen könnte, in welcher Situation ihr seid und du auch gewesen bist. Eigentlich müsste er, erklär es ihm doch auch so, dass er auch ein bisschen was in die Waagschale werfen muss, wenn ihm an der Beziehung... Liebt er dich denn? Sagt er, dass er dich liebt? Er sagt, er weiß nicht, ob er mich liebt. Ach, das auch noch. Ja. Das auch noch. Dann ist die Situation natürlich sehr kompliziert, wenn er sich nicht mehr sicher ist.
Aber du musst ihm klar machen, dass das nicht so weitergeht. Das geht nicht so weiter, dass er dich da ständig unter Druck setzt und dir misstraut. Da wird man ja wahnsinnig. Entweder muss er sich für dich entscheiden oder für das Vertrauen auch entscheiden, oder er muss es sein lassen. Und wenn er sich entscheiden will, muss er auch ein bisschen was, muss er auch was investieren. Ich habe ihn ja auch gefragt, ich sage, was habe ich denn davon, wenn ich fremdgehe? Gar nichts. Mhm. Dann habe ich vielleicht eine Stunde meinen Spaß und das war's. Und dabei verliere ich noch den Menschen, den ich liebe. Das ja, genau, genau. Pass auf, Lausch, wir rufen dich mal jetzt nochmal zurück. Das heißt, meine Psychologin, die Magdalena, ruft dich nochmal zurück. Ja. Wegen einer entsprechenden Beratungsstelle, da kannst du mit Magdalena nochmal sprechen und dann sprichst du mit der Mutter von ihm. Okay. Okay, perfekt. Alles Liebe, alles Gute. Danke. Tschüss. Tschüss. So, Freunde, das war es für diese Woche von dieser Sendung hier. Morgen sind wir ja mit unserem Promi-Talk da. Ich bedanke mich schon mal bei meinen Leuten, bei Uli Krapp, bei Wolfram Spikowski, Roland Lohr, Michael Verhoeven, Christian Part, Heinrich Stanzig, Manuel Japes und Magdalena Groß. Wie gesagt, morgen 23:30 WDR-Fernsehen, Thomas Anders, mein prominenter Gast. Ihr könnt mitmachen, ihr könnt anrufen, mailt unter domian@wdr.de und eine Stunde vorher sind die Leitungen geschaltet. Ich wünsche euch eine schöne Nacht, eine gute Nacht und sage Tschüss, bis morgen.